Das ist wirklich wunderschöne Musik, die wir da gespielt hören vom HR Sinfonieorchester. Es ist der zweite Satz der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Was komisch ist, im ersten Satz der Schicksalssymphonie, da geht es so richtig rund und jetzt im zweiten Satz, da haben wir es mit einer ganz ruhigen, sanften, ja fast ein bisschen traurigen Musik zu tun. Warum ist das so? Wir finden es heraus in dieser Folge von Classic Hits mit Juri. Unser Komponist, der Ludwig van Beethoven, der sieht ja ganz schön niedergeschlagen aus. Diese Ohren, oh, es ist zum Verrücktwerden. Ich höre immer schlechter und schlechter, kein Mensch kann mir helfen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Komponist, der immer schlechter hört. Das ist wie ein Fußballer, der nicht mehr laufen kann. Oder ein Koch, der nichts mehr schmeckt. Oder ein Maler, der nichts mehr sieht. Das geht gar nicht. Und trotzdem hat Beethoven immer weiter komponiert. Ich brauche jetzt irgendwas, was ruhiges, was Tröstendes. Vielleicht schreibe ich jetzt am Anfang des zweiten Satzes meiner Sinfonie ein Andante. Ja, ich lasse das Cello eine schöne, getragene Melodie spielen. Andante ist eine Tempobezeichnung aus der klassischen Musik. Und die sagt aus, dass man in einer Geschwindigkeit spielen soll, als würde man gemütlich gehen, schreiten. Es ist also ein ganz ruhiges und entspanntes Tempo. Und ganz ruhig und entspannt komme ich jetzt zu meinem heutigen Gast. Es ist die Kitty Ela Enseleit. Sie spielt Cello im HR Sinfonieorchester. Sag mal, Kitty, was meinst du? Warum hat sich Beethoven am Anfang vom zweiten Satz für dein Instrument, für das Cello entschieden? Ich vermute, er wollte etwas Ruhiges, Tröstliches dem ersten Satz, dem Schicksalsthema, gegenüberstellen. Jetzt sieht das Cello ja so ein bisschen aus wie eine zu groß geratene Geige, die man so zwischen die Knie klemmt. Kannst du uns dein Instrument ein bisschen erklären? Ja, das Cello spielt man im Sitzen. Man nimmt das, man stützt das an den beiden Knien ab. Und da unten sehen Sie einen langen Stachel, den kann man aus- und einfahren, der ist sehr spitz. Ist der wirklich spitz, ja? Der ist sehr spitz. Zeig mal, kann ich da mal drauf fangen mit dem Finger, ob der wirklich aber so... Oh, Vorsicht, Vorsicht. Wow, okay, ja, der ist wirklich sehr spitz. Er wird fest in den Boden gestochen, das verhindert, dass das Cello wegrutscht. Früher gab es keinen Stachel. Man hat das Cello entweder im Stehen gespielt, um den Hals gehängt, oder im Stehen, aber nur an den Knien abgestützt. Im 17. Jahrhundert kam der Stachel dazu und das ermöglicht dem Cellisten, in bequemen Positionen zu spielen und auch in den höheren Lagen spielen zu können und mit Vibrato zu spielen. Dadurch erhält das Cello auch einen noch wärmeren Ton. Vibrato, sagst du gerade, das ist, wenn du mit dem Finger so wackelst, ne? Ja. Kannst du das gerade mal machen? Spiel uns doch mal ein Vibrato. Ah ja, das klingt ganz warm, das geht einem so richtig zu Herzen. Also wenn ihr noch mehr über das Cello erfahren wollt, dann klickt einfach mal auf unseren Link zum Young Person's Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Da bekommt ihr noch mehr Informationen zum Cello. Also, du hast gesagt, er nimmt das Cello wahrscheinlich, damit es ein bisschen wärmer und ruhiger klingt. Aber es ist schon komisch, ne? Im ersten Satz, da ist es dramatisch und hämmert. Und im zweiten Satz ist er so eine ganz getragene Melodie, wie so ein Lied. Was meinst du, warum macht er das? Es ist ein Lied, es ist ein etwas sehr Ruhiges, sehr Tröstliches. Die Celli spielen das mit den Bratschen zusammen. Das ergibt auch noch wärmeren, noch schöneren Ton. Also weißt du, ich muss da so ein bisschen dran denken, wie wenn jemand Angst hat
Und dann singt er ein Lied, um sich so ein bisschen zu beruhigen oder sich irgendwie so zu entspannen oder so. Wie wenn man in den Keller geht und ein Lied pfeift, damit man nicht so doll Angst hat. Vielleicht können wir ja mal versuchen, zu der Melodie was zu singen. Das Schicksal machte mir Angst. Es kam heut Nacht und klopfte an die Tür bei mir. Wie ein Vampir, wie ein Vampir. Das Schicksal, das Schicksal. Hat schon mal ganz gut geklappt, würde ich sagen. Aber mit euch zusammen wird es bestimmt noch besser. Also, wir singen jetzt mit dem hr-Symphonieorchester zusammen. Vorher sage ich dir, Kitty, vielen Dank, dass du uns das Cello vorgestellt hast. Sehr gerne. Und für euch zu Hause blenden wir den Text unten ein. Also, Stimme geräuspert und los geht's. Mein Schicksal macht mir wirklich große Angst. Niemand kann sich vorstellen, was in meinem Kopf los ist. Doch, wir haben heute die technischen Möglichkeiten, Musik so klingen zu lassen, wie sie wohl damals für Beethoven geklungen hat. Ein Tonmeister vom HR hat mir dabei geholfen. Also, so klingt die Musik ganz normal. Beethoven hat selbst gesagt, dass er am Anfang seiner Schwerhörigkeit Mühe hatte, die hohen Töne der Instrumente zu hören. Das klang dann wahrscheinlich so. Aber das Allerschlimmste, das sind die Ohrgeräusche. Dieses Rauschen, Pfeifen und Wummern im Ohr. Grässlich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt Komponist und müsstet eure Musik so hören. Also das ist wirklich ein schlimmes Schicksal. Ja, aber Trübsalblasen hilft nichts. Das Leben muss ja weitergehen. Wenn ich irgendwann mehr ja nichts mehr höre, dann benutze ich eben Konversationshefte. So. Wo war ich stehen geblieben? Hier, mit der Melodie werde ich weiterarbeiten. Ich werde versuchen, sie ein bisschen fröhlicher und beschwingter klingen zu lassen. Trotz seiner Ohrprobleme hat Beethoven niemals aufgegeben und hat weiter fantastische Musik komponiert. Klingt ja wie die Melodie, die wir eben gesungen haben. Nur nicht mehr ganz so traurig. Schöpft unser Komponist Ludwig van Beethoven etwa neuen Mut? Ich frag ihn mal. Verzeihen Sie, Herr Beethoven, was machen Sie da eigentlich gerade? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Beethoven! Ah, junger Mann! Ich verstehe Sie nicht recht. Wenn Sie mit mir reden wollen, dann schreiben Sie in mein Konversationsheft. Bitte schön. Ah, Konversationsheft. Also, Konversation heißt
Unterhaltung. Und tatsächlich, wegen seinen Ohren, hat Ludwig van Beethoven solche Hefte benutzt, um sich mit anderen Leuten schriftlich zu unterhalten. Also ein bisschen wie chatten. So, mit Stift und Papier. Ah, so wollen wissen, was ich gerade mache. Ja, das ist ganz einfach. Ich kann euch das mal erklären. Also, ich komponiere gerade eine Variation. Am Anfang vom zweiten Satz lasse ich das Cello eine schöne Melodie spielen. Und die verändere ich jetzt immer ein bisschen. Am Anfang klingt die Melodie ganz traurig. Lass ich die Melodie ein bisschen beschwingter klingen. Im nächsten Schritt gebe ich der Melodie noch mehr Kraft. Und dann lege ich sogar noch eine Schippe drauf. Ich zeig meinem Schicksal, wo es lang geht. Ich lass mich nämlich nicht unterkriegen wegen meinen Gehörproblemen. Nein, das Schicksal kann mir vielleicht mein Gehör nehmen, aber nicht meine Liebe zur Musik. Ja, und deswegen lass ich es im ruhigen Andante auch mal so richtig krachen. So, da. Ruhe, sonst hol ich die Polizei. Ist ja gut. Schreiben Sie auf. Ich beschäftige mich später damit. Bei einer Variation wird also eine Melodie immer wieder verändert. Variation heißt Veränderung. Wir können uns also jetzt gemeinsam den zweiten Satz anhören und dann darauf achten, wie die traurige Melodie vom Anfang immer wieder verändert wird. Aber bevor wir das machen, spielen wir unser Quiz. Und wir kommen auch schon zur ersten Frage. Ich will von euch wissen, wie nennt man das Heft, das Beethoven nutzte, um sich mit anderen Menschen zu unterhalten? War es A, das Hausaufgabenheft, oder B, das Comicheft, oder vielleicht C, das Konversationsheft? Junger Mann, Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen. Ich höre nicht so gut. Oder wissen Sie was? Schreiben Sie es doch gleich in mein Konversationsheft. Damit wäre die Frage auch beantwortet. Wir loggen C, Konversationsheft, ein. Und das ist natürlich richtig. Bei der nächsten Frage geht es um die Tempobezeichnung im zweiten Satz der fünften Sinfonie, das Andante. Was heißt Andante eigentlich? Bedeutet es A, rennend, rasend, oder B, gehend, schreitend, oder vielleicht C, schleichend, kriechend? Also, meine besten Kompositionsideen hatte ich bei langen Spaziergängen in der Natur. Man könnte sagen, andante, gehend, schreitend.
Alles klar, dann loggen wir B ein und das ist natürlich richtig. Damit kommen wir zur letzten Frage. Wie nennt man es, wenn man eine Melodie mehrfach verändert, aber so, dass man sie noch erkennt? Ist es A, eine Variation oder B, eine Exkursion oder vielleicht C, eine Illustration? Junger Mann, das Quiz ist schon eine komische Sache, den Sie hier machen. Ich hab's doch vorhin schon erklärt. Also, wenn man eine Melodie verändert und trotzdem noch erkennt, dann ist es eine Variation. Zum Beispiel, man kann machen ma 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 oder aber auch pom 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 oder noch mehr. In Ordnung, reicht schon. Dann loggen wir A Variation ein und das ist natürlich richtig. Ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Frage. Oh, das war's schon. Das war die letzte Frage. Quiz ist vorbei. Oh, schade. Ich habe mich schon so gefreut. Aber wissen Sie was? Es ist auch ja nicht schlecht. Ich brauche ja auch noch einen dritten und vierten Satz für meine Sinfonie. Und da lasse ich es noch mal so richtig krachen. Ba, 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 bam, 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 ba. Ruhe! Hört das denn nie auf? Diese Ausgabe von Classic Hits mit Juri ist fertig. Die Sinfonie ist es noch nicht. Konnt ihr bei unserem Quiz eigentlich alle Fragen beantworten? Wenn nicht, kein Problem, klickt einfach auf unser Gadgetboard. Da könnt ihr alle Infos noch einmal übersichtlich aufgelistet anschauen. Und jetzt machen wir es uns gemütlich und hören uns den zweiten Satz der Schicksalssinfonie an. Das Andante. Gespielt vom HR Sinfonieorchester unter der Leitung von Philipp Herwege. Vielleicht singt ihr ja noch mal mit und achtet mal drauf, wie Ludwig van Beethoven die Melodie variiert. Also viel Spaß beim Mitsingen und Variationen suchen. Thank you.
Thank you.
Rock and roll!